und willkommen bei The Crazy Hobbyist. Wir wollen euch heute unser Startsystem zeigen. Wir haben da einen kleinen Koffer gebaut, der ist zwar noch Work in Progress, also er ist noch nicht komplett fertig, aber wir wollten euch das System trotzdem schon mal vorstellen. Das ganze System ist dazu gedacht, damit wir die Startrampe per Funk auslösen können. Wir haben das Ganze in einem B&W Case Type 10 eingebaut. So können wir einfach dieses Case nehmen, stellen den Koffer, wenn wir an der Startposition angekommen sind, hin, klappen ihn auf und sind startbereit. Also, wir haben jetzt als erstes mal hier einen Schlüssel und dort oben einen Schlüsselschalter. Jetzt haben wir das System mal grundlegend mit Strom versorgt. Wir sehen das auch hier an dieser kleinen LED, die jetzt rot leuchtet. So, und jetzt können wir das System anschalten. Also, wir drücken hier den Anschaltknopf. Einen Moment bitte, das Raketenstartsystem wird hochgefahren. Jetzt wird's hochgefahren, das System. Raketenstartsystem hochgefahren. Bitte geben Sie jetzt Ihren Autorisierungscode ein. Okay, ihr seht, unser System weist per Audio uns ein, was wir machen sollen. Und wir sehen hier eine Countdown-Zeit, hier haben wir ein Numpad, hier haben wir ein Potentiometer, hier haben wir den Auslöseknopf für den Start und für spätere Funktionen kommt hier noch, hier, das ist schon ein Audioanschluss, wo wir ein 3,5 mm Klinkenkabel anschließen können und das ist ein Potentiometer, mit dem wir dann die Lautstärke der Boxen also einstellen können. Wir geben jetzt hier unseren Autorisierungscode ein. Ups, falls der Autorisierungscode mal falsch sein sollte, drücken wir auf den Stern, um wieder zu canceln. Okay. Stelle nun mit Hilfe des Drehknopfes einen Countdown ein und drücke anschließend den roten Knopf. Also, jetzt können wir mit Hilfe dieses Drehknopfes, hier oben seht ihr es ja am Display, einen Countdown einstellen. Momentan zwischen 30 Sekunden und 0 Sekunden, wobei 0 Sekunden ja nicht unbedingt sinnvoll ist. Also stellen wir jetzt zum Beispiel mal auf 12 Sekunden oder 11 Sekunden, ja. Roter Knopf, um zu bestätigen. Drücke nun den roten Auslöseknopf, um die Startsequenz einzuleiten. So, jetzt habt ihr es gehört. Wenn wir jetzt nochmal den roten Knopf drücken, wird die Startsequenz eingeleitet. Startsequenz eingeleitet heißt hier, der Countdown wird runtergezählt. Und am Ende des Countdowns wird hier drinnen ein kleines Relay geschaltet, was einen kleinen ATtiny85 mit Strom versorgt. Der löst dann das Funkmodul aus und das Funkmodul sendet eine Botschaft halt an den Empfänger an der Startrampe und an der Startrampe wird mit Hilfe des Servos die Rakete ausgelöst. Also starten wir das Ganze mal. Countdown activated. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Raketenstart vollzogen. Bitte vergessen Sie nicht, das System herunterzufahren. Okay, ihr habt es jetzt gesehen, vielleicht habt ihr sogar das Klicken des kleinen Relais gehört. Wir können euch jetzt nochmal ganz kurz unten hinter dem Startsystem die Technik zeigen. Dazu können wir das einfach hochnehmen und ihr seht, da ist ganz schön viel drin. Also hauptsächlich betrieben wird das Ganze von einem Lithium-Polymer-Akku mit 7,4 Volt und der Hauptmikrocontroller ist ein Arduino Uno. Neben dem haben wir hier noch das Relais und einen kleinen ATtiny85. Dann haben wir hier die zwei Lautsprecher, das Numpad, einen Druckknopf, ein Potentiometer, ein zweites Potentiometer, die Klinkenbuchse, hier der An-Aus-Schalter und hier der Schlüsselschalter. Ja,
Gut, wenn ihr irgendwie Interesse habt oder noch mehr von dem System erfahren wollt oder den Programmcode wissen wollt oder sonstiges, dann könnt ihr uns einfach kontaktieren. Das könnt ihr entweder in den Kommentaren hier bei YouTube machen oder einfach auf unserer Webseite. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und da haben wir auch ein Kontaktformular. Ja, gut, wenn ihr noch Fragen habt, wie schon gesagt, könnt ihr einfach in den Kommentare etwas schreiben und sonst... Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Button. Wenn nicht, schreibt uns in die Kommentare, warum nicht, was wir verbessern können. Guckt auch mal auf unsere Webseite, die ist ja eh in jeder Videobeschreibung verlinkt. Gut, und das war's dann schon wieder von diesem Video. Bis zum nächsten Video.